80% aller Notfälle passieren im engsten Familien- bzw. Bekanntenkreis. Und wie man richtig erste Hilfe leistet, das zeigen wir euch jetzt. Wenn wir jetzt in die Situation kommen, dass irgendwer am Boden liegt oder im Bett liegt oder auf der Sofa liegt und er reagiert nicht mehr, dann müssen wir als erstes den Notfallcheck durchführen, sprich als erstes lautes Ansprechen und Schütteln an den Schultern. Hallo, hörst du mich da? Und anschließend müssen wir noch unterscheiden, okay, atmet der jetzt noch oder atmet der Patient jetzt nicht mehr. Für das lege ich eine Hand auf die Stirn und mit zwei Fingern zeige ich das Kinn in T und überstrecke so mit dem Kopf, damit die Atemwege frei werden. Und dann tue ich 10 Sekunden hören, sehen, fühlen. Ich höre, ob die Patientin atmet oder nicht. Ich spüre die Ausatemluft an der Wange und ich beobachte am Brustkorb, ob er sie gleichmäßig hebt und senkt. Wenn wir sie jetzt nach dem Notfallcheck draufgekommen sind, dass die Patientin nur normal atmet, dann gehen wir von der Bewusstlosigkeit aus. Das heißt, wir müssen die stabile Seitenlage durchführen. Die funktioniert folgendermaßen: Wenn ich seitlich neben der Patientin knie, drehe ich den mir zugewandten Arm im rechten Winkel von ihrem Körper weg. Dann greife ich in die gegenüberliegende Kniekehle und zücke mir das Knie zum Handgelenk und drehe mir das Arme zu mir um. Der Arm, der jetzt beim Knie ist, kommt unter den Kopf. Und jetzt ist es wichtig, dass wir den Kopf überstrecken und den Mund aufmachen, sodass die Atemwege frei bleiben und somit die Atmung gesichert ist. Also von der Bewusstlosigkeit sprechen wir, wenn der Patient nicht mehr ansprechbar ist, nicht mehr reagiert, aber normal atmet. Kommen wir jetzt in die Situation, dass der Patient nicht mehr ansprechbar ist, nicht mehr reagiert und nicht mehr atmet, gehen wir vom Atemkreislaufstillstand aus. Das erste ist auch beim Atemkreislaufstillstand natürlich wieder der Notfallcheck, damit wir das überhaupt feststellen können. Hallo, hörst du mich da? Wenn wir feststellen, es gibt keine Atmung nicht, ist höchste Eile geboten, dass wir mit der Herzdruckmassage wieder anfangen. Für das lege ich dann einen Handballen auf das Brustbein mittig vom Brustkorb und mit der zweiten Hand klange ich auf die erste Hand drauf. Jetzt beugen wir die Schultern über den Druckpunkt und strecken die Arme durch, sodass wir senkrecht nach unten drücken. Und jetzt schnell und kräftig drücken, sodass wir pro Minute ca. 100 bis 120 Mal den Brustkorb komprimieren. Nach 30 Herzdruckmassagen müssen wir dem Körper wieder Sauerstoff zuführen. Für das legen wir ein Beatmungstuch über den Mund des Patienten, halte die Nase zu und überstrecke den Kopf wieder, sodass die Atemwege frei werden. Jetzt mache ich als Ersthelfer einen großen Mund, sodass ich den Mund vom Patienten zur Gänze überdecke, sodass sich der Brustkorb hebt und senkt. Nach den zwei Beatmungen fangen wir wieder an mit der Herzdruckmassage. 30 an der Zahl. 5, 6, 7. Das führen wir so lange durch, bis dass der Patient wieder Lebenszeichen zeigt oder bis dass die Sanitäter bei der Diana gehen und die Reanimation übernehmen.